Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei NES Remix 2. Wir haben diese Metroid-Mission im letzten Part geschafft und gehen einfach mal wagemutig zur nächsten. Ja, und werden einfach, wir werden leiden. Ja, wir werden leiden. Hol dir die Skur-Tech ohne Schaden zu nehmen. Oh. Warum hatte ich denn nicht die richtige Waffe in der Hand? Okay, also, man muss die Waffe umswitchen. Das war natürlich jetzt nicht perfekt. Egal, wir machen einfach mal weiter. Visuelles Training und so. Hast du was schon? Ach, scheiße. Okay. Das ist so eine. Irgendwie, wenn man läuft und springt, dann setzt man diese Attacke wohl ein. Okay. Ja, das waren 5. Das reicht aber wahrscheinlich nicht für Regenbogensterne, oder? Doch. Ey, und dann kommt so eine richtig leichte Aufgabe nach dem Desaster von vorhin. Letzten Mal. So ein Part wie der gestrige, hoffentlich gestern, das sind immer so Parts, wo ich Angst habe, dass niemand mehr dieses Let's Play gucken wird. Niemand. Siege Whitley. Ich habe die School Tag am Start, das heißt, ich kann einfach springen. Ja. Das ist das allergrößte Problem, wenn man sich nicht sieht, weil man halt Schaden gekriegt hat und dann blinkt man so scheiße und dann sieht man sich auf einmal gar nicht mehr, nie wieder. Das ist so zum Kotzen. Wer ist denn Ridley? Ist es nicht hier Voldemort? Ich glaube, schaffe ich nicht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich muss lange springen. Das ist aber auch mit den. Erstmal jetzt zu Ridley kommen, ey. Erstmal hinkommen und gucken, was da abgeht. Was da Phase ist, sagt man ja auch im Neuhochdeutschen, ne? Erstmal gucken, was da Phase ist. Ja, wahrscheinlich Phase Krieg oder so. Alter Junge, nervt mich doch mal zu Tode. Ach, machst du schon. Hallo. Ich bin kurz vorm Heulen. Wirklich. Metroid macht mit mir so viel Schlechtes. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sag mal, ja, ich weine. In Ruhe. Alter, besiege Ridley. Das Schwierigste daran ist ja, nach Ridley hinzukommen. Warum spawnt man denn da nicht dabei dem? Oder wer ist das denn überhaupt? Wer ist denn Ridley? Da hinten ist er wohl, aber ob ich den jemals zu Gesicht bekomme, ich weiß es nicht. Okay. Merkt ihr diese? Und da komme ich nicht mehr hoch, glaube ich. Doch. Oh. Ridley, ich bin bei dir. Nein.
Nein! Was passiert denn hier? Geh doch jetzt da hoch! Oh, was ist denn jetzt? Och, willst du mich verarschen? Oh Mann. Och Mann, ich kann das nicht, Leute. Ich kann das nicht. Alter. Das ist so schwierig. Manchmal, wenn du nicht mehr zur Seite drückst, manchmal fällt Samus dann einfach gerade runter. Und manchmal nicht. Das ist so richtig dumm. Da zum Beispiel hat wieder nicht funktioniert. Da auch noch, Mann. Das sind so richtig innere Kämpfe gerade. Scheiß! Mann, Pisserwing! Ey, warum muss ich denn erstmal da hinkommen? Okay. Alles easy. Alles easy. Geht doch. Man kann auch mal eine Runde schwimmen zum Gegner. Ich meine, ein bisschen sportliche Aktivität dürfte Samus ja nicht so krass stören. Ich denke mal, das ist hier aber ein ganz sicherer. So, wo schalte ich? Töte ihn einfach mit deinen 500 Raketen. Komm schon, stirb! Ja, das gibt doch 3 Regenbogensterne, oder? Denke mal schon. Klar. Ich würde mir gerne wehtun. Och, Mann. Ja, und deine Zeit? 37 Sekunden. Bitte, wie? Der ist auch nicht der allerbeste, also. Ey, wie kann er denn so viel schneller sein? Ja, okay. Ich akzeptiere, dass es schon ganz gut ist. Ja, okay. Also den Kampf kriege ich auch hin. Glaube ich. Ich glaube, bei mir ist es echt das. Also bei mir scheitert es daran, dass ich da hinkomme. Das ist das allergrößte Problem. Ich werde jetzt auch einfach. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, so diesen einen Fauxpas da, den erlaube ich mir und mache trotzdem weiter, aber. Das waren am Ende dann ja doch ein bisschen viel zu viele. Und dann. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht. Und dann sehe ich mich wieder nicht und komme da nicht mehr hoch. Das war doch gut. Warte. Ja, das ist nicht perfekt, aber gut.
Aber gut, damit kann ich leben. Komm, töte ihn. Das ist auf jeden Fall schneller. Oh. Das muss jetzt schneller gewesen sein. Reicht das denn? Reicht das vielleicht? Bitte. Danke, 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 lieber Gott. Danke, lieber Gott. Also, dass ich, ne, dass du wieder, ich habe gerade gewonnen, du darfst dabei sein. Ne, vorher nicht, bitte. Vorher nicht. Ich möchte ja, nee. Was ist das? Wollen wir das auch noch probieren? Sollte ich mich mal richtig quälen, ey, richtig. Friere 3 Metroid sein, Alter. Friert man die so ein? Oder töten die mich jetzt? Da, ja, die töten mich. Okay. So friert man keine Metroids ein. Das wollte ich euch mal zeigen. Ist ja voll einfach. Ist ja voll einfach. Ist ja voll einfach. Muss man die immer erst einfrieren und dann... Yes! Das war gut, das war gut, das war gut, das war gut! Das war gut! Womit zerstöre ich die denn? Zerstöre ich die gerade? Ich weiß nicht genau, ob ich die zerstöre. Mache ich das gerade richtig? Wie zerstöre ich die denn? Hä? Vielleicht muss ich die erst einfrieren. Das Ding ist eigentlich ein bisschen doof, ne? Nee, das hat doch gar keinen Effekt auf die. Die ist doch voll unbeeindruckt. Guck mal, jetzt ist sie klein. Vielleicht muss ich sie jetzt einfrieren, wenn sie so klein ist. Alter, Leute. Lasst mich doch mal bitte. Nee, ich muss einfach draufholzen. Ich muss einfach schnell draufholzen. Die regeneriert sich immer wieder. Glaube ich. Alle Angaben ohne Gewehr. Die geht doch gar nicht kaputt. Wie soll die denn kaputt gehen? Guck mal, jetzt ist sie wieder groß. Wollen die mich verarschen? Hä? Wie? Zum Teufel? Ja, geh kaputt! Yes! Reicht das? Alter, geil! Das reicht! Episch! Ich bin gerade ein bisschen platt. Die letzte Metroid-Mission, ey. Die letzte Metroid-Mission, krass. Wollen wir eine Runde nochmal Dr. Mario spielen? Darauf hätte ich jetzt Bock. Nein! Der muss natürlich anders da drauf, andersrum. Aber ich denke, sonst war das alles schon ganz gut. Das war natürlich nicht ganz gut, ne? Ich bin richtig dumm im Kopf. Ich bin so richtig dumm.
So. Bam. Combination. Warum? Ah, ein bisschen Konzentration, Cornel. Wenigstens 3 Pillen wirst du richtig hinpacken können. Danach sei es dir verziehen. Okay, 4 Pillen. So, die kommen ja so da raus, wie sie... Na, es ist falsch, es ist falsch. Egal, wir machen mal weiter. Auch wenn wir jetzt natürlich große Kacke gebaut haben. Ja, das ist natürlich Kacke. Das ist natürlich Kacke. Ach, scheiße, Mann. Ich bin gerade unkonzentriert. Ich bin unkonzentriert. So. Dabei belasse ich es auf jeden Fall bei dieser Reihenfolge hier. So, dann mach so. Mach so. Dann bring den da runter. Der ist scheißegal. Der ist auch scheißegal. Der muss wieder da runter. Den hätte ich jetzt natürlich anders. Na. Ärgerlich. Ich bin so blöd. Boah. Das tut ja im Kopf weh. Ich glaube, Burlos riecht... Na, nein, ey. Das... Ich habe gerade das Gefühl, das ist am Laggen, ey. Auch ich weiß nicht, ob da auch Slowdowns drin sind oder so, aber irgendwie... Weiß ich auch nicht. Es fühlt sich Aveng... Ja, Aveng... komisch an. So. Bin ich eigentlich... von allen guten Geistern verlassen? Ich weiß nicht. Wir bauen jetzt hier eine Brücke für die Gelben. Nein, jetzt sie natürlich im Arsch. Das ist sowieso komplett Kacke, was ich hier mache. Ich bin komplett Kacke. Was macht denn Birdo da? Habe ich noch eine Chance? Ja, so natürlich nicht. Warum? Macht die Kombination oder warum kriege ich da so Steine hin? Och Mann, ich dachte, das kann ich jetzt hier nochmal eben kurz machen und jetzt hänge ich hier so lange. So. Okay. Das kann da drauf. Das kann so rum da drauf. Können wir das da drauf machen? Ich bin so blöd! Da oben ist doch noch ein roter! Warum habe ich den... Oh, bin ich dumm. Das hätte mir sogar quasi geholfen. Oh, bin ich doof. Nein, ich bin einfach nur... Ich bin einfach nur blöd. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist die Wahrheit. Und viele Leute werden jetzt feiern, wenn sie das hören, dass ich das sage. Endlich! Endlich! Ein Wunder ist geschehen. Drum, 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 drum. Ein Wunder ist geschehen. Ach, Leute. Manchmal frage ich mich, ob das... Woran sowas liegt, das frage ich mich. So, du kommst jetzt da. Nein, du musst natürlich... Oh.
Okay. Das war richtig doof. I don't know. Nein! Warum ist das passiert? Ich verstehe das nicht. Warum habe ich den daneben gesetzt? Ja, das wären auf... Och, Junge. Och, Mann. Yeah. Warum habe ich damit noch angefangen, ey? Ich schneide das raus. Nein, mach ich natürlich nicht. Ich hätte das einfach... Ich hätte damit nicht mehr anfangen dürfen. Das war ein großer Fehler. Das ist wieder der Ende des Parts-Fluch. Ich sag euch das. So, du kommst logischerweise dahin. Dich packen wir dahin. Dich packen wir dahin. Dich packen wir da unten hin. Dich packen wir weg. Dich brauchen wir nämlich nicht mehr. Dich packen wir auch weg. Ja, das war jetzt nicht unbedingt mein Plan, aber meine Güte. Den packen wir dahin. Den packen wir dahin. Das ist ein sehr gutes Commentary, Cornel. Den packen wir dahin. Den packen wir dahin. Danke, dass du so gut bist. Ja, kein Problem. So, was ist jetzt passiert? Ja, die sind vollkommen egal tatsächlich. Kann ich mit leben. Zack, das war doof eigentlich, aber egal. Das war richtig doof, weil dann wäre ich jetzt schon fertig. So, habe ich Birdo jetzt besiegt? Ja, oder? Ja, habe ich. Egal, was das jetzt wird, wir machen das dann im nächsten Part nochmal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und ja, wenn euch trotzdem eine lange Folge von dem Scheiß hier gefällt, würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen oder so. Tschüss!